Aliens greifen uns an. Das Einzige, was ihr zu Hause habt, ist Klopapier. Was macht ihr mit so viel Klopapier? Guten Tag, Leute. Heute mal ein kleines Video, ein bisschen aus dem Regen. Irgendwie bis eben sah es echt noch schön aus. Ich habe mich gerade angezogen. Dachte mir, komm, machst du vielleicht einen kleinen Vlog. Geh raus, schieb die Maschine raus, zack, kommen die ersten Tropfen. Alles voll. Mal sehen, ob es jetzt richtig ausbricht. Und ich habe jetzt auch keine richtige Winterkleidung an, sondern sehr luftige Sommerkleidung. Nicht gerade sehr wasserabweisend. Naja, werden wir sehen. So ein paar Tröpfchen werde ich schon noch aushalten. Ah, es gibt wieder ein Thema, worüber ich in der Vergangenheit schon mal berichtet habe. Und zwar Alltagsmenschen in Rheinberg. Die wurden ja damals, oder einige von denen, wurden ja mutwillig zerstört. Und ist jetzt wieder passiert. Am Pulverturm ist wieder so eine Figur zerstört worden. Habt ihr sie noch alle? Einfach mal in der Mitte durchgebrochen. Was soll denn der Käse? Wenn dir wenn jemanden die Figuren nicht gefallen oder irgendwelche Kunst, dann macht man die doch nicht einfach kaputt. Es gibt genug Leute, die schauen die sich einfach gerne an. Oder ich habe auch gesehen, viele machen Fotos, gerade auf dem Marktplatz in Rheinberg, da stehen ja einige rum. Auch das mit diesem Essenstisch, da habe ich ja auch schon mal ein Foto hochgeladen. Da habe ich ja sogar mit meinem Motorrad noch ein Foto vorgemacht, ist auf Instagram auf jeden Fall zu sehen. Aber finde ich eigentlich ganz lustig. Ich meine, die machen jetzt nichts, die sitzen und stehen halt überall nur doof rum. Aber die Idee dahinter finde ich ganz witzig. Und da das Ganze ja zu einer, das ist ja eine offizielle Ausstellung sozusagen, hat das ja auch noch so ein bisschen mehr Hintergrund alles. Und da finde ich das halt noch beschissener, dass sowas dann einfach zerstört wird. Ich weiß gar nicht, was das soll, ey. Ich meine, ich war auch mal jung und man hat auch schon mal Mist gemacht, ne? Also ich kann jetzt nur von mir berichten. Mutwillig irgendwo fremdes Eigentum zu zerstören, hab ich, glaube ich, nicht so gemacht. Nee, definitiv nicht. Klar, man hat schon mal, gerade so Halloween, so bei Leuten, die man nicht mochte, schon mal ein paar Eier vor der Hauswand geworfen. Aber alles voll! Aber bei solchen kleinen Delikten ist es dann oft auch geblieben. Ja, und was mir jetzt aufgefallen ist, komischerweise macht unsere Mutti Merkel hier wieder einen auf Panik. Du wurdest nicht mit Liebe gemacht. Und auf einmal ist wieder Supermarkt leer gekauft hier mit Konserven und Klopapier. Da hatten wir doch Anfang des Jahres schon, jetzt gegen Ende des Jahres. Sag mal, spinnt ihr eigentlich alle? Ist das euer fucking Ernst? Vor allen Dingen, warum denn Klopapier? Ja. Ist alle. Da kann ich ja gar nicht verstehen. Habt ihr ja euer Gehirn am euren Anus klemmen oder. Oder ist Corona wirklich bei euch irgendwie. Überträgt sich das bei euch über euren Arsch oder. Das interessiert mich, Scheiß. Was ich auch nicht verstehe. Nur, dass vielleicht demnächst ein paar strengere Regeln kommen. Und ist ja auch in einigen Gebieten in Deutschland schon so. Oder einige Städten, Kommunen können ja selbst entscheiden. Noch so ein armes Schwein, der hier im Regen durch die Gegend fährt. Die Supermärkte oder alle lebenswichtige Läden müssen ja weiterhin aufhaben. Ihr dürft ja trotzdem raus und einkaufen. So. Deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, dass da so eine Panik jetzt schon wieder entsteht. Ich würde mal ohne Witz, alle beschweren sich, ne, ich auch, dass jeder immer Klopapier leer kauft. Oder auch Anfang des Jahres war es ja auch mit Mehl war es der Fall und es gab irgendwie einige Sachen, die waren halt immer vergriffen. Ich würde mich mal gerne mit so einem Eierkopf unterhalten, der einfach alles bunkert. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Hat jeder von euch so einen Prepperraum zu Hause, wo ihr euch eure Sachen zusammen bunkert oder wie sieht das aus? Hm, nee. Dass man mal ein paar Sachen auf Vorrat hat im gesunden Rahmen,
Ist, glaube ich, in jedem Haushalt der Fall. Aber dass von heute auf morgen auf einmal alles an Klopapier wieder alle ist, also... Ja, das ist ja lächerlich. Wenn du beim Scheißen nur zweimal Klopapier nimmst und nicht dreimal, hast du Scheiße in der Boxershorts. Vor allen Dingen, Toilettenpapier ist jetzt nicht überlebenswichtig. Was macht ihr denn, wenn wirklich mal ein Worst Case eintreten sollte? Nächster Weltkrieg oder, was weiß ich nicht, Aliens greifen uns an. Das Einzige, was ihr zu Hause habt, ist Klopapier. Was macht ihr mit so viel Klopapier? Oh ja, jetzt aber auch richtig geschüttet. Ich bin irgendwie noch so am Wasser vorbei. Ich wisch mal trotzdem zwischendurch die Linse ab, man weiß ja nie. Oh, das sieht auch schön aus mit den ganzen Blättern, die jetzt runtergefallen sind. Ah, jetzt, die räumen das natürlich weg. Och, die sind weg, die Alltagsmenschen. Definitiv nein. Ah, nee, doch nicht. Die sind immer noch da. Nein, doch. Habe ich schon fast gedacht, ey, dass die jetzt schon weg wären. Genau da habe ich ein Foto mit meinem Motorrad vorgemacht. Hier von dem Johnny da oben habe ich auch ein Foto gemacht. Könnt ihr mir auf meinem anderen Instagram-Kanal mal folgen. Blende ich mal ein. Da geht es sich aber rein um Fotografie. Es sind aber auch einige Motorradfotos da. Hier mein Friseur, Durans Barbershop. Hallo! Ja, wenn es jetzt dabei bleibt und nicht so viel regnet, da kann man ja noch ein bisschen fahren. Aber die Maschine wird nachher aussehen wie Sau. Das ist voll. Ja, da kann ich gleich wieder putzen. Boah. Aber ich wollte ja unbedingt fahren und ein kurzes Video aufnehmen. Ja, das mit dem Alltagsmenschen, weil da stand auch jetzt wieder überall RP Online, also Rheinische Post Online, und Facebook ist ja viral gegangen überall. Und ich finde dann einfach schade, dass solche Sachen zerstört werden. Ich meine, dass Heranwachsende schon mal Mist machen, na gut. Ne? Ganz von freisprechen könnte ich mich auch nicht. Nee. Aber solche Sachen habe ich zum Beispiel damals nicht gemacht und ich denke, das machen die wenigsten. Sonst wäre ja alles zerstört. Ja, hier habe ich auch mal gewohnt. Gott sei Dank nur ein Jahr lang. Muss auch aufpassen, Omi. Oh, was ist das denn für eine schöne Ami-Karre? Die sieht ja mal geil aus. Cadillac? Ja. Oh, ey, geil. Hier haben sie schon das erste Haus geschmückt, Leute. Wollte ich auf jeden Fall mal ein Video machen. Gerade hier sind ja einige Sachen, die immer geschmückt werden. Geil. Das finde ich gut. Jetzt auch trotz Corona, dass ja sowieso die wenigsten wahrscheinlich rumlaufen werden. Dass trotzdem immer noch die Leute sich nicht abbringen lassen, ihre Häuser und alles zu schmücken. Mein Halloween ist jetzt hier bei uns in Deutschland sowieso nicht so weit verbreitet. Aber hier in Rheinberg weiß ich, da sind zwei, drei, vier... Häuser, die richtig super gemacht sind, also da ist richtig mit Liebe zum Detail auch. Und wenn alles klappt und wenn ich die Zeit dafür finde, werde ich auf jeden Fall auch so ein Halloween-Video machen. Also eine grobe Idee habe ich, ob ich das irgendwie umsetzen kann, weiß ich alles noch nicht. Egal. Auf jeden Fall wollte ich dann mal die ganzen Halloween-Gebäude mal abklappern, beziehungsweise mache ich es halt ein paar Tage vorher, damit ich es Halloween hochladen kann. Und ja, mal schauen, was daraus wird, ob das überhaupt was wird, das ist jetzt noch kein Versprechen. Dann wollte ich schon mal Danke sagen. Ich glaube, ich habe vorhin geguckt, 58 Abonnenten schon auf YouTube. Das macht Spaß! Finde ich klasse. Und dass meine Harley-Videos extrem gut ankommen. Ich denke mal, die meisten, die suchen noch einfach nach solche Art von Videos. Das mache ich ja auch, wenn ich mich für irgendein Modell interessiere. Dann schaue ich auch danach, dass wo Leute die Dinger Probe fahren und vielleicht auch ein bisschen Sound zur Verfügung stellen und solche Geschichten einfach. Also im Vergleich zu meinen normalen Vlogs, wie ich den jetzt hier mache, da werde ich wahrscheinlich vielleicht nur 50 oder 30 Klicks drauf bekommen. Weil mich ja hier lokal keiner kennt und vielleicht auch keiner für mich interessiert. Das interessiert mich, Scheiß. Aber die Harley, das eine Harley-Video hat schon irgendwie innerhalb von ein paar Tagen... Ja, oder für mich sind es ein paar Tage. Aber ich glaube, das ist ein Monat her, irgendwie 1600 Klicks schon. Und auch ein bisschen Konversation darunter, was mich mega freut. Und vielleicht werde ich auch hier mal ein bisschen bekannter, dass auch mal meine anderen Videos hier ein bisschen geschaut werden. Also mittlerweile macht mir das richtig Spaß, in den Helm rein zu sabbern, sozusagen. Wie die Wichse an der Hand. Boah, der Trecker oder was das ist? Boah, der stinkt aber echt. Ich krieg direkt Sodbrenne. Nur von dem Geruch.
Leute, hat schon von euch schon mal jemand in den Helm reingekotzt? Ich noch nicht. Das ist auch schön. Da wollte ich auch mal Fotos machen. Hier vor. Also hier in Rheinberg sind ja so mehrere Sachen, wo so Spraykunst ist und so Häuser einfach verschönert wurden. Ah, ich glaube, das war, glaube ich, hier rechts irgendwo, ne? Wo ist der Pulverturm nochmal? Ob man da noch was sehen kann. Das ist jetzt auch wieder schon, glaube ich, ein, zwei Wochen her. Mit dieser Figur. Ja, genau. Hier stand da vorne. Stand die Figur und wenn ich noch ein Foto finde, irgendwie auf Facebook oder so, blende ich das mal ein. Wurde auf jeden Fall einfach umgekickt oder was und ist dann in der Mitte einfach durchgebrochen. Ja, das ist jetzt auch kein besonderer Vlog jetzt, aber das mit dem Klopapier jetzt wieder gehamstert wird, darüber wollte ich mal sprechen und über die Zerstörungswut in unserer kleinen Stadt. Oh, ich begebe mich jetzt wieder so langsam Richtung nach Hause, weil jetzt wird es doch frisch. Meine Regen hat zwar aufgehört, ein paar Tropfen habe ich abgekriegt, jetzt nicht viel, aber so diese Kühle dadurch, die merkt man jetzt langsam und wird, ja, ich will nicht sagen unangenehm, aber ich möchte auch nicht krank werden jetzt unnötig. Ja, letzte Harley-Fahrt hat mir auch echt gut gefallen. An dem Tag war ich eigentlich gar nicht so gut drauf und ich war auch echt kurz zum Überlegen, ob ich das nicht sogar absagen soll, den Termin. Und habe mich dann aber doch nochmal, weil ist auch schon was Besonderes für mich, mal Harley zu fahren. Und das war ich, hab das ja erst zweimal gemacht in meinem Leben. Definitiv steht für mich klar, irgendwann in meinem Leben. Oh, das ist aber ein Mini. Hund. Habt ihr den gesehen? Das sah aus wie eine große Ratte an der Leine. Ja, ich hätte ja lieber so einen kleinen Hund als gar keine. Oh nee, Matsch. Corona macht ja total viel irgendwie gerade so. Corona hat ja viele kleine Läden kaputt gemacht, beziehungsweise dann durch die Reaktion unserer Politik. Dann die Mangelware im Supermarkt, die Anfang des Jahres stattfand, die jetzt aktuell ja wieder auflebt. Es gibt ja, wie ich vorhin gesagt habe, kein Klopapier mehr und ich glaube, das fängt jetzt auch mit Konserven langsam wieder an. Die Leute, die fangen schon wieder an zu bunkern wie die Wilden. Habt ihr sie noch alle? Und ich glaube, genau die Menschen, die haben Anfang des Jahres nicht gelernt, dass die Märkte trotzdem offen bleiben und dass der Nachschub natürlich da ist und da bleibt. Nur wenn man von heute auf morgen so wild alles wegkauft, das ist doch klar, dass die mit den Lieferungen nicht hinterherkommen. Die Ware ist da, aber die LKWs, die kommen nicht hinterher. Zudem müsst ihr auch mal überlegen, dass auch Speditionsunternehmen auch mit Ausfällen rechnen müssen, weil die Leute vielleicht krank werden und durch Corona oder durch Angehörige, die damit in Verbindung stehen. Ne? Und dass dann auch da mal der ein oder andere LKW-Fahrer mal ausfällt. So, und die Leute jetzt, oder viele Leute, drehen jetzt am Rad und kaufen alles auf. Und das kriege ich nicht in meinen Schädel rein. Wo steht der alte Mercedes noch hier? Hier stand irgendwie mal monatelang eine C-Klasse auf der Wiese am Vergammeln. So, ja, dann an dieser Stelle beende ich das Video. Habe einen Motovlog einfach gemacht über das, was mir jetzt die letzten Tage aufgefallen ist und was so gerade in Rheinberg so vielleicht aktuell ist. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute!